Ja, herzlich willkommen zurück zu FIFA 19, heute mit dem Start von Kapitel Nummer 2 wahrscheinlich. Wir spielen Journey weiter. Mit der Karriere bin ich mich auch noch unschlüssig, mit welchem Verein ich anfangen soll. Mein Charakter ist die Story, die ich spielen möchte, ist Kim, Alex oder Danny. Wir entscheiden uns weiterhin für Alex. Weil er ist quasi die Hauptperson in diesem The Journey. Excited to announce the signing of Alex Hunter to a 5-year deal. We have great faith that Alex will become a key member of the Real Madrid team and provide our forward line with an additional option as we look ahead to another successful season. Ich war mein Kindertraum, das hat er schon immer gesagt. Ever since I was a boy, I've dreamed of this moment. I want to thank the manager and let all the fans know that I will be giving everything to help the team write the next chapter in this incredible club's great history. Hala Madrid. Alex, por favor, please. Mr. Hunter. Alex. You have already shown your potential at several major clubs, but how will you handle the pressure cooker that is Real Madrid, the most famous club in the world, especially the expectation from the fans to win the Champions League each year? How do I handle the pressure? By helping the team bring home number 14, I guess. Pressure's a part of being at this club. It's Real Madrid. But so is making history. Do you think you will be able to make an impression at this club, given the standard of players you will be up against? I feel confident I can make my mark here, especially after already winning major trophies in my career. I think I'm ready. Alex, one more question, please. Por favor, Alex. Over here, please. Smile for me, please. Thank you. Gracias. We have the shirt. Now you have to earn the right to wear it. Ja. So, wir sind in Madrid gelandet. Und los geht's. Das Abenteuer Real. Wir machen erstmal weiter mit Alex und legen los. Wir können immer jederzeit wechseln, wurde uns gerade gesagt. Das ist gut. Das heißt, wir werden auch den empfohlenen Weg gehen. Aber ja. Gigamos. Destiny awaits. I get too devil. Alex, talk to me. Two years ago, I was a kid with no contract. Now, people are telling me I'm the next Ronaldo. Doesn't seem real, you know? Alex, you're a star in the making. But it's all happening so fast. Just look at the way you dealt with your press conference. Such professionalism, such maturity. You've already impressed the manager and you haven't even kicked the ball yet. All you have to do is go out there and do what you do best. Hmm.
Liga. We must dominate. And in the Champions League, we must prove again that this is the greatest club this competition has ever known. A strong start in both competitions will be vital. So let's get to work. Yeah. Antoine, welcome to the team. Oh, cheers, mate. And I'm Joe. Nice to meet you. Alex, these are the coaches you'll be working with. I'm just, to be honest, trying to get my head around being here. That's why we are here, to help you learn the Real Madrid way. We'll start with I-11, V-11. Anton and Joe, each with their own side. You will play a half with both. Sounds good. Let's move it. Let's go. Wir dürfen ein erstes Spiel machen mit Real, ein 11 zu 11 gegen 11 Trainingsspiel, um dafür zu gucken, ob wir die Besten sind oder wie gut wir sind. Ja, wir schauen nachher mal. Auf geht's. Wir spielen die Mannschaft gelb mit den gelben Leibchen. Ah. Bisschen blöd den Ball verloren. Eieieiei. Ups. Gut, war auf dem Tor mal auf der anderen Seite, okay? Wir müssen jetzt ein bisschen gucken, dass wir hier mal was aufbekommen bekommen. Vielleicht sogar ein Tor schießen. Aber jetzt müssen wir wieder am Ballbesitz kommen. Bail. Die Ecke. Auch wichtig, den Ball irgendwie zu klären. Ja, ich muss mich auch ein bisschen jetzt an das neue FIFA gewöhnen. Ich komme nicht momentan. Jetzt haben wir vielleicht mal eine Chance. Nehmen wir einfach mal jetzt ein bisschen laufen können. Ah! Zu klar. Ich habe nur gewartet, bis er dann mal irgendwann in Position kommt. Bis er in Position geht. Schön dabei. Hunter. Da gibt es für uns. Gar nichts, okay. Eigentlich klares Foul für mich. Oh, gut. Na komm, mach. Ich komme mal mit. Ja, die 2-5 da. Richtig freies Schuss. Ja, das ist ein komisches Spiel auf jeden Fall. Ich komme aber auch nicht wirklich in Position, mal irgendwas zu machen. Thank you.
Ecke. Und dann hat Keller Navas ohne Probleme. Ui, schade. Ja, der erste vernünftige Versuch, Alexander, mal mit der riesen Chance hier irgendwas zu reißen. Schade. Aber irgendwie wollte der nicht rein. Ja, Minute auf unserer Seite ein bisschen auf. Na, nicht viel passiert gerade. Verdammt. Ich kann jetzt auf die andere Seite gehen. Ja, wir wechseln jetzt rüber auf die andere Seite. Spielen jetzt mit den anderen Leibchen. Ja, vielleicht kommt es jetzt ein bisschen besser. Ich darf immer noch vorne drin stehen. Schön dabei, schön geholt, Alexander. Ah, warum läufst du nicht weiter? Darauf habe ich spekuliert, darauf habe ich gewartet eigentlich, dass der weiterläuft. Deswegen habe ich überhaupt meinen Lauf jetzt abgebrochen. Wunderbar. Jetzt vielleicht mal Hunter. Ja, bei Verlust. Ich komme momentan nicht wirklich irgendwie was, kann nichts machen, wirklich. Ich kann nicht viel machen momentan. Okay, solche Bälle sollten wir lassen. Keine Möglichkeit momentan, irgendwas zu machen jetzt. Ah, gut abgefangen, muss man lassen, aber. Ah, ja, es ist ein torreiches, ein torarmes Spiel, also kein torarmes Spiel, sondern torchancenarmes vor allen Dingen. Jetzt vielleicht mal. Ha, wieder nicht. Er hat nochmal eine Riesenchance gehabt. Ich hätte da schießen müssen. Hör ich jetzt mal, Hunter. Ah, das ist nicht wahr. Ja, wie Spiel früher ab. Wenn ich gegen drei Mann, hast du keine Chance, da irgendwas zu machen. Null zu null, da ist doch gar nichts passiert. Oh, meine Fresse, Alter. Pfeife Spiel bin ich am besten direkt zum Tor, zum Stürmer, genau. Hey, wieder nichts gewonnen. Ich gewinne keine Spiele momentan, ne? Und ich den scheiß Torwartfehler rennen wir jetzt hinterher, ey. Ah, danke, ey. Na, was du bleibst, bist du bleibst eine Pfeife im Tor.
Eigentlich ein Foul. Aber gut, er habe ich klar getroffen. Ich habe nämlich den Ball vorher abgespielt. Und er hat mich klar getroffen. Dann sagt er, oh, ne, Schiedsrichter, lass mal weiterlaufen. Geht die gleiche Scheiße wieder von vorne los, ey. Ah, Spiel, lauf doch mal durch, ey. Ey, da ist eine Lücke frei und er dachte, oh, ich bleib da dahinter stehen. Ja, wegen sowas verlieren wir denn, ey. Ja, na gut, da konnte er sich viel dran machen. Läuft gerade nicht. Es läuft ganz gerade gar nicht. Keine wirkliche Torchance. Keine Chance, irgendwas zu machen. Das ärgert mich gerade so ein bisschen. Verlierst wegen diesem scheiß Torwartfehler, ey. Distribution is the cornerstone of a deadly attack. Yeah, I heard that. If we do not move the ball with purpose, then soon we will be back on defense. And if there's one thing that I hate, it's when we must defend. Yeah. Me too, Joe. Me too. Ja. Ärgerlich. Das ist so ärgerlich gerade einfach nur, dass wir einfach nichts geschissen bekommen haben. Wieder mal nicht. Gut, dann mache ich den Feierabend und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play FIFA 18. FIFA 19 natürlich. The Journey.